Herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 Booster Streckenpass. Da es heute kalt wird, nehmen wir Rosalina. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich verbinde was mit Rosalinas Eispalast und so. Wir starten mit dem Propeller Cup. Huch, egal. Oder hieß die Strecke aus Mario Kart 7 Rosalinas Eisplanet? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall starten wir jetzt mit der Sydney Spritz Tour aus Mario Kart Tour. Okay. Dann los. Auch hier die Musik echt nice. Wahrscheinlich sogar einen der besten Tracks, die ich mit je gehört habe. Von den Mario Kart Tour Strecken. Auch wenn die Strecke jetzt auch nicht so unglaublich spektakulär ist. Oder? Oder war die... Doch, doch. Eigentlich war die echt gut. Man fährt übrigens auch die Strecke später ein Teil rückwärts, wenn man es so nimmt. Ich weiß nicht. Die Tourstrecken hat man eigentlich echt gut gemacht. Okay. Dann los. Damit wir bald mit dem Booster Streckenpass Welle 3 beginnen können. Ich bin schon zweite Runde, das habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen. Ja, scheiße. Was ich ein bisschen blöd finde, das werdet ihr auch gleich bemerken. Die zweite Runde ist irgendwie die kürzeste. Aber ich glaube, das ist eine Sache, mit der man leben kann, weil die dritte dafür wieder relativ lang ist. Wir müssen ja nicht gleich schon wieder das... Ah ne, jetzt fährt man erstmal hier hoch. Oh Gott, war das knapp. Zumindest sah es knapp aus. Ja, jetzt bin ich am Doppel-Item vorbei. Ach, egal. Obwohl, ne, die ist doch nicht so kurz, wie ich dachte. Ist die zweite Runde die längste gewesen? Ach, ich weiß es alles nicht mehr. Hä, habe ich die irgendwie umgelenkt oder so? Ich weiß es auch nicht. Ja, ist klar. Egal, dann nehme ich nicht das Doppel-Item, weil es mir natürlich geklaut wird. Egal, jetzt los, Rosalina. Ja, wir haben gleich zwei Schnee- und Eisstrecken in dem Part. Deswegen habe ich Rosalina genommen. Weil es mich ein bisschen an Rosalinas Eisplanet oder Eispalast, ich weiß nicht mehr genau, wie die Strecke hieß, erinnert. Okay, nein, da haut mich noch weg. Ich dachte, da hat noch Toad anvisiert. Jetzt oder nie, Rosalina. Tu es. Ja, schaffe ich nicht. Doch! Schaffe ich... Oh, ein Glück. Hätte mich das jetzt geärgert. Das ist die erste Schneelevel. Die erste Schneestrecke, welche in Mario Kart 8 Booster Streckenpass dabei ist, das Game Boy Advance. Schneeland. Auch eine wirklich wunderschöne Strecke eigentlich. Welche sich wirklich das Remake hier verdient hat. Man erkennt es kaum wieder, aber es ist tatsächlich das Schneeland. Über die Items hatte ich mich ja schon damals beschwert, dass sie einfach aus dem Nichts kommen. Aber mittlerweile habe ich mich damit sogar abgefunden. Es ist okay. Die Pinguine stellen hier ein Hindernis dar, welches sich bewegt. Kann man asozial finden, ist es auch an manchen Stellen, wenn man zu bestimmten Passagen kommt. Die Strecke ist jetzt auch an sich nicht die rutschigste. Hätte man gerne rutschiger machen können, vor allem weil sie so übel glatt aussieht. Aber gut. Was nicht ist, kann ja noch werden. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber doch, auch die Musik hier ist wieder wundervoll. Warte mal, was ist eigentlich das Finale in dieser Strecke? In diesem Cup. Ich erinnere mich nur an eine Strecke, aber ich weiß nicht, ob das das Finale war.
Aber egal. Wir werden das ja gleich sehen. Ich weiß nicht. Es ist einfach so schön, eine Game Boy Advance Strecke nochmal so zu sehen. Ich meine, die Partystraße hatte man ja auch in Mario Kart 8 geremaked. Die war ja auch übel krass. Gut, ob man jetzt das Käseland auch übel krass bezeichnen möchte, ich weiß es nicht. Ich hasse es einfach nur. Aber hey, gut geremaked ist es schon. Den Streckenverlauf erkennt man bei... erkennt man einfach wieder. Klar ist es mit der Grafik natürlich nicht mehr zu vergleichen. Es hat sich einiges getan. Aber hey. Ich werde nie vergessen, dass diese Strecke aus Mario Kart Super Circuit ist. Die Wii Pilzschlucht. Jetzt fällt mir auch gerade wieder ein, was das Finale ist. Nicht die Wii Pilzschlucht, sondern eine andere Strecke. Auch wenn die Pilzschlucht unglaublich aussieht. Wenn man das mal mit der Nintendo Wii oder dem Nintendo 3DS einfach mal vergleicht. Die Musik auch wieder schön. An sich bin ich auch kein Riesenfan von der Pilzschlucht, aber hier in Mario Kart 8 mag ich sie doch ganz gern. Was ich nicht mag, ist, wenn ich von Panzern übel bombardiert werde. Aber okay. Vielleicht wird es ja dann endlich mal ein bisschen spannender. So, mittlerweile hat man 3 Wege und nicht mehr nur noch 2. In Mario Kart 7 hatte man es so gemacht, man kann entweder fliegen oder rechts lang fahren. In Mario Kart Wii konnte man entweder oben links lang fahren und halt nicht fliegen, weil es damit nicht ging. Oder halt unten rechts, da bin ich immer unten rechts lang gefahren. Hier kann man halt jetzt oben links lang fahren, so wie in Mario Kart Wii und dann halt nicht mehr wie in Mario Kart 7. Dafür allerdings hat man einen mittleren Weg erfunden. Ja, ist eine gute Alternative. So muss man keinen Weg streichen. Man hat sogar noch einen extra Weg. Kann ich euch jeden mal zeigen. Aber diese Pilze sind echt schlimm. Klar ist das Feature der Strecke, aber ich komme manchmal echt mit den Pilzen. Die Abkürzung hier links ist übrigens auch da, die müsste ich euch im Originalpart gezeigt haben. Ich meine, ich verlinke euch ja, glaube ich, eh immer die Originalparts oben in der Infokarte. Habe ich auch noch gar nicht angesprochen. Die ersten Parts, damals hatten ja noch nicht meine Videobeschreibung, ne? Habe ich mittlerweile in den neuen Parts natürlich nachgeholt. Was natürlich schön ist an der Strecke, ist diese neue Höhle hier. Sieht einfach umwerfend aus und alter Rosalina! Springt bald. Und ich werde das nicht schaffen. Wegen eines Kugelwillis willst du mich verarschen? Aber das ist halt Mario Kart, ne? Das habe ich nicht verdient, aber okay. Das ist nun mal so. Die letzte Strecke ist die Eiscreme Eskapade aus Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass. Hier kam sie nämlich erstmalig vor. Und erst danach in Mario Kart Tour. Also, sehr schön, dass man hier auch mal eine neue Strecke gesehen hat, welche es zuvor nie gab. Klar, die ist jetzt an sich ganz cool. Ja, aber ich bin tatsächlich nicht so der größte Fan von der. Weil, ich weiß nicht, die ist irgendwie zu krass. Nee, nicht so krass. Wenigstens hat man hier die Anti-Gravity eingebaut, welche durchgängig beim Fahren dabei ist. Genau das meine ich mit krass. Man weiß manchmal gar nicht wohin und man fliegt dann durch die ganze Luft. Aber hey, an sich, na nee, sie ist eigentlich schon ganz toll. Auf Eis herumzufahren ist echt schön eigentlich. Und die Flugpassagen, sie passen ganz gut hier rein. Hier auch mit dem Helikopterlandeplatz, welchen wir gerade eben auch erst gesehen haben, den Helikopter. Ist echt schön eigentlich. Hier mit diesen kleinen Ständen, welches eventuell ein wenig an das Schlemmerland aus Super Mario Odyssey erinnern könnte.
Habe ich eigentlich nicht sofort dran gedacht, aber wo ich es dann gehört habe, ich glaube bei Domtendo hatte ich es gehört. Ja, doch, kann ich mitleben. Kann schon sein. Mittlerweile muss ich mich auch dran erinnern. Was könnte man noch erwähnen? Mehr fällt mir eigentlich gerade nichts ein. Außer, dass die Strecke halt eigentlich nur... Ja, wie soll ich sagen? Relativ... eintönig ist. Klar, man hat hier diese Stangen, was etwas weird aussieht, wenn man sich hier dran dreht. Was eigentlich halt für Mario Kart Tour, glaube ich, gedacht ist. Hat man hier halt trotzdem eingebaut. Ist okay. Das nicht. Aber hey, die drei Sterne sind eh futsch. Also warum nicht jetzt auch noch eine rote? So, hier kommt man auch nur runter, wenn man perfekt springt. Also einen extra Weg gibt es dafür auch nicht. Okay. Okay, nicht okay. Doch, das schaffe ich irgendwie. Gönn den Pilz. Wachs! Wachs doch! Oh, okay, danke. Okay, Ice Cream Eskapaden noch irgendwie gewonnen. Ja, der Cup ist auch gut. Aber ich bevorzuge den anderen trotzdem. Gut, dann war es das hier auch wieder. Hat mir eigentlich echt Spaß gemacht, nochmal alle vier Cups zu spielen. Am 7. Dezember geht es dann weiter mit der dritten Welle. Vielleicht habt ihr euch das hier nochmal angeguckt. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Bis dann.